Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein Produkt vorstellen, welches ich bei Banggood gekauft habe. Und zwar ein sogenannter Electric Energy Tester. Ja, also ein Leistungsmessgerät. Das ist diese Kiste hier. Ja, die kam in dieser Box. Hier steht das auch nochmal drauf, um was es sich handelt. Das ist so ein Messgerät, das kann bis 100 Volt und bis 15 Ampere messen. Ja, das ist zum Beispiel hier auch als Tester für Batterien gedacht, also um herauszufinden, wie viel Kapazität hat der Akku denn noch. Ja, also ja, Bleiakku oder Bleibatterie, ne, zum Beispiel. Ja, hier ist noch ein Zettel mit drin. Den zeige ich euch auch noch mal kurz. Hier sind auch noch mal die zweiten Kroko-Kabel. Die kann man an den Eingang anschließen. Da habe ich jetzt was anderes angeschlossen. Ja, und zwar ist hier so ein kleiner Zettel noch mitgeliefert worden. Da stehen die ganzen Sachen auch noch mal drauf. Unter anderem auch die Funktion dieses Keys. Hier ist so ein Taster, den kann man drücken. Ja, das steht auch alles hier beschrieben, was es damit auf sich hat. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Das kann man sich dann gegebenenfalls ja selber durchlesen. Hier die ganzen Spezifikationen. Allerdings gibt es da keinerlei Angabe zur Messtoleranz. Das ist ein Messgerät und so genau ist es natürlich nicht. Aber die Toleranzangabe fehlt komplett. Ja, das ist schon mal etwas enttäuschend. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das anzuschließen hat. So, ich drehe das mal hier kurz. Das ist also hier die Rückseite. Und zwar ist es so, das ist ein bisschen kurios, dass diese beiden in dem Fall oberen Klemmen hier für den Ausgang sind. Und diese beiden Klemmen hier, die unteren beiden, sind für den Eingang. Und so wie ich das jetzt angeschlossen habe, ist das rote Kabel dann der Pluspol und das schwarze Kabel der Minuspol. Und das hier sind dann die Ausgänge. Das sind einfache Kroko-Kabel hier. Da kann man dann sein Messobjekt anschließen, sag ich mal. Dieser Anschluss hier, das ist die Stromversorgung. Ja, und zwar ist es gut, dass das Gerät eine extra Stromversorgung hat, weil sonst wird ja auch die Versorgungsspannung mit belastet. Und so kann er dann auch kleine Spannungen auch messen, weil die Versorgungsspannung ist angegeben von 4 bis 30 Volt. Ja. Genau, dann kann er auch zum Beispiel 2 Volt Spannungen noch messen, zuverlässig. Das hier ist ein Temperaturanschluss, also das ist ein Anschluss für einen Temperatursensor. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Sensor sein muss, ob das ein PT100 ist oder so. Das ist jedenfalls so der gebräuchlichste. Steht jetzt, glaube ich, hier auch nicht drauf, was das für ein Sensor genau sein muss, den man da anschließen kann. Gut, ich habe eh keinen Temperatursensor, also brauchen wir uns das dann auch nicht anschauen. Gut. Ja, ich habe jetzt hier verschiedene Testobjekte zusammengesucht, die ich da mal anschließen möchte. Und ich habe noch eine zweite Kamera aufgebaut, mit der ich dann meine beiden Labornetzteile abfilme. Und zwar dient das linke Labornetzteil hier mit etwa 6 Volt für die Stromversorgung des Leistungsmessgeräts. Und das rechte Labornetzteil von PeakTech, das habe ich noch nicht so lange, das dient zur Stromversorgung der Last. Das ist nämlich ein leistungsfähigeres Netzteil. Das kann bis zu 150 Watt Leistung abgeben. Das von MC Power auf der linken, das kann bis 30 Watt nur abgeben.
Ja, ich habe hier auch noch meine elektronische Last startklar gemacht. Die habe ich auch bei Banggood gekauft. Ich glaube, so 15 € oder so kostet die. Ja, die kann bis zu 60 Watt, also die kann man auf bis zu 60 Watt einstellen. Die werden dann natürlich in Wärme umgesetzt, die 60 Watt. Dementsprechend muss hier auch ein Lüfter vorhanden sein, der das Ganze dann abführt, diese 60 Watt. Die werden ja in Wärme umgewandelt durch einen Transistor, an dem dann die ganze Spannung abfällt. Gut, zeige ich euch erstmal ganz kurz dieses Gerät an sich. Ich zoome da auch näher drauf. So. Ja, hier sind auch ein paar chinesische Zeichen dargestellt, die ich nicht lesen kann, weil ich spreche kein Chinesisch. Aber man sieht ja hier die Spannung in Volt, den Strom in Ampere. Ich habe jetzt noch nichts angeschlossen, deshalb steht hier überall auch 0 bis auf hier. Die 1,00, da weiß ich jetzt nicht, was das sein könnte. Eventuell der Leistungsfaktor, aber das, ja, das, also da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. So, dann kann man hier einmal draufdrücken, dann wird das ein bisschen anders dargestellt. Und wenn ich da nochmal draufdrücke, ja, dann sieht man halt, dass sich die Ansicht verändert. Die finde ich ganz schön, diese Ansicht hier. Okay, da sieht man dann auch nochmal den Widerstand. Hier 1000 Ohm. Offensichtlich kann der wohl nicht mehr anzeigen. So, wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke, dann kann man hier noch ein paar Sachen einstellen. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. So, gut, dann wähle ich mal diese Ansicht hier aus. Die finde ich ganz nett. Und dann schließe ich das Ganze mal hier an meine elektronische Last an. Gut, dann schalte ich mal mein ja, PeakTech-Labornetzteil ein. So, und zwar habe ich das einfach mal auf 12 Volt eingestellt. Das ist ja eine gebräuchliche Spannung. So, jetzt fließen hier schon 3 mA laut Labornetzgerät. Mal sehen, was der hier dazu sagt. Der sagt nichts. Okay, so klein kann er nicht auflösen. So, jetzt schalte ich mal meine elektronische Last ein. So, jetzt sollten hier 200 Milliampere fließen. Ja, der Lüfter ist ein bisschen laut. Den hätte man etwas leiser konfigurieren können. 0,15 Ampere steht hier. Meine elektronische Last sagt 0,2 Ampere und auch das Labornetzteil. Moment. So, jetzt schalte ich das nochmal aus. So, keine Last. Moment, die auch ausschalten. Dann schließe ich das nochmal kurz ab. So, und dann führe ich nochmal kurz eine Kalibrierung durch. Wie war das denn noch? So, und zwar muss man hier dann 7-mal draufdrücken, um das Ganze zu kalibrieren, also was den Strom betrifft. So, mal sehen. Also ich habe jetzt hier 7-mal draufgedrückt und dann nochmal gucken, ob das jetzt hinhaut. So, dann schalte ich mal wieder ein. Ja, jetzt passt's, genau. 0,21 Ampere jetzt in dem Falle. Das sieht aber schon besser aus als die 0,15 Ampere von vorhin. Genau, da seht ihr auch nochmal hier die Anzeige der elektronischen Last. Und auf der Kamera seht ihr dann, was das Labornetzteil anzeigt. Gut, genau, also man kann den Nullabgleich für den Strom auch nochmal durchführen, wenn man ja 7-mal hier schnell drauf drückt. So. Jetzt wollen wir auch ein bisschen was sehen. 0,5. Ja, kommt hin. So, 1 Ampere. Mal sehen. Ich sehe das hier gerade schlecht. Ja, die Leistung wird auch angezeigt mit knapp 12 Watt. Das kommt auch hin.
Dann sieht man hier den Widerstand. Das sind jetzt so etwa 12 Ohm. Genau, 11,8 Volt durch 1 Ampere. Ne? Und hier wird die Betriebszeit angezeigt. Also wie lange die Last aktiv war. Und hier die verbrauchten Wattstunden und Amperestunden. Genau. So. Ja, man kann das natürlich noch höher drehen hier. Okay. Da limitiert das Netzteil. Einen Moment. Da muss ich hier mal den Strom erhöhen. Auf, ich mache mal 5 Ampere, was geht. So. Das hier ist ja eine elektronische Last, die kann ja bis 60 Watt. So. So. Ja, genau, dann sind wir jetzt bei knapp 60 Watt. Genau. Mit einem Widerstand von 2,2 Ohm. Also das hier ist der Widerstand der elektronischen Last. Also des Lastanschlusses, sag ich mal. So, jetzt hört man natürlich auch, dass der Lüfter lauter wird. Hier ist ein Temperatursensor auch mit am Kühlkörper befestigt worden. Und dadurch, dass jetzt 60 Watt hier in Wärme umgewandelt werden, wird das Teil natürlich auch heiß. Hier der Transistor und der Kühlkörper, merkt man. Und ja, dementsprechend dreht der Lüfter jetzt auch schneller. Gut, schalte ich mal aus. Moment, ich habe das doch ausgeschaltet. Ja. So, dann schließe ich mal ein bisschen was anderes an. Den schalte ich aus. So. Jetzt ist wieder Stille. Gut. Ich habe hier noch ein paar Widerstände. Zum Beispiel hier ein 5 Ohm Widerstand, also 5,1 Ohm mit 10% Toleranz. So, den schließe ich jetzt mal hier an. Das ist, glaube ich, so ein 5 Watt Widerstand. Das heißt, die Spannung stelle ich dann mal auf 5 Volt. Dann sollte sich ein Strom von etwa von einem Ampere einstellen. So, mal mit hier die Spannung runterdrehen. Und den Strom drehe ich auch nochmal vorsichtshalber hier runter. Die Strombegrenzung auf so 1,5 Ampere schalte ich ein. Mal sehen. Jetzt wird der Widerstand natürlich auch warm, weil der auch wieder die Leistung in Wärme umsetzt. 4,91 Ohm meint dieses Messgerät hier. Hätte der Widerstand. So, ich kann ja nochmal hier die Spannung ein bisschen reduzieren. Da wird der Widerstand auch nicht allzu heiß, so 2,5 Volt. Ist ein bisschen fummelig hier einzustellen. So, 2,5. Ja, 4,9 Ohm meint er zum Widerstand. Gut, dann schalte ich das nochmal aus hier wieder. Moment, eben rauszoomen. Und zwar messe ich den Widerstand jetzt mal mit einem Multimeter, um mal herauszufinden, ob der ungefähr 4,9 Ohm hat. So, hier habe ich ein Messgerät und das stelle ich jetzt mal hier auf 200 Ohm. So, eben einschalten und die Messkabel schließe ich mal kurz, damit das Messgerät seinen internen Widerstand ermitteln kann, 0,2 Ohm. So, und dann schließe ich hier den 5 Ohm Drahtwiderstand an. Und dann gucke ich mir mal an, wie viel der dann hat. Moment. Ach, der ist abgegangen, so ungefähr. So, jetzt. 5,2 abzüglich des Multimeterwiderstands und des Widerstands der Messkabel macht 5 Ohm.
Also, wie wir gerade gesehen haben, scheint diese ja, Ohm-Anzeige bei diesem Gerät hier nicht allzu genau zu sein. Ja, da haben wir ja eine Abweichung von 0,1 Ohm festgestellt. Na naja, gut, das Teil hier ist ja auch nicht wirklich als Widerstandsmessgerät gedacht. Das ist ja, ja ein, ich sag mal, ja, Energiemessgerät. Das kann ja auch die Wattstunden und die Amperestunden anzeigen. So, naja, hier sind die Werte noch gespeichert. Ich zoome da mal drauf. Ja, ich habe nämlich eine Pause eingelegt und habe das Gerät auch hier ausgeschaltet, also die Stromversorgung getrennt. Und man sieht die Amperestunden und die Wattstunden, die bisher hier registriert wurden, sind noch gespeichert. Und das kann nicht sein hier mit 0,03 Ampere. Das kann nicht sein. Die Kabel habe ich offen. Das heißt, ich drücke da nochmal. Ich hoffe nicht, dass man das jetzt, dass man das immer machen muss. Hier 7-mal draufdrücken, damit der Strom dann zu 0 gesetzt wird. Ich mache das jetzt nochmal. Keine Ahnung, was der da genau misst, aber das, naja, gut. So, dann schließe ich mal eine andere Last an. Und zwar, ich schließe mal eine Glühlampe an. So, die wird mit 12 Volt betrieben. Stelle ich gleich am entsprechenden Labornetzgerät ein. So. Na, das ist eine einfache Fahrradglühlampe. Was weiß ich. Ja. So. Gut, den Strom stelle ich da mal auf 1 Ampere. Und ja, jetzt. Und dann, dann schalte ich den Ausgang frei. So, da leuchtet das Glühlämpchen. Ach du Scheiße. Mir ist so die Kamera umgekippt, die mir hier die Netzgeräte abfilmt. Naja, jetzt steht sie ja wieder. Und zwar, ja, wenn man das mal vergleicht, was hier dieser Energietester oder das Leistungsmessgerät mir anzeigt und was das Labornetzgerät anzeigt, dann kommt das doch ziemlich genau hin mit 0,11 Ampere. Oh, jetzt macht er daraus 0,09. Nee, okay. Und dann sind das in etwa 1 Watt, die das Glühlämpchen hier zieht. Okay, da sieht man dann den Widerstand. Das schwankt auch recht stark. Ich drehe mal jetzt die Spannung runter. Ach so, jetzt bin ich im genauen Modus. So, 9 Volt. Und normalerweise sollte der Widerstand konstant bleiben. Ja. Wenn das Glühlämpchen heißer wird, dann dürfte der Widerstand aber auch zunehmen. Okay, das ist halt diese Glühlampe hier. Gut, schließe ich jetzt mal hier die Halogenlampe an. Die darf man nicht so anfassen, weil es ist so, dass an den Händen, an unseren Händen Fette sind. Ne? Das ist ja auch ganz natürlich. Aber diese Fette an den Händen, die führen dazu, wenn man jetzt die Halogenlampe hier anfassen würde, mit Händen, also mit bloßen Händen, das führt dann dazu, dass durch diese Fette, die sich dann hier an dem Glas absetzen, die Wärme schlechter abgeführt werden kann. Dadurch kann das Halogenlämpchen schneller kaputt gehen. So, jetzt habe ich es hier angeschlossen. So, und dann schalte ich die Spannung wieder ein. 0, ja, der zieht schon ganz gut was, aber
die Lampe leuchtet halt noch nicht, weil das noch nicht ausreicht. Also ich muss gleich im Laufe der Zeit den Strom nochmal wieder hochdrehen. Ah ja, da geht sie an. Und jetzt habe ich hier Constant Current. So, jetzt kann ich den Strom weiter hochdrehen. So. Und da leuchtet sie, aber fragt nicht in was für eine Helligkeit. Ja, das ist mordsmäßig hell. Das ist ein 20 Watt Lämpchen. Darf man natürlich dann nicht mehr anfassen. Das Ding wird nämlich knüppelheiß. Ne? Ja, und dann sieht man, die nimmt auch knapp 20 Watt auf. Jetzt hat sie so etwa 7 Ohm. Ne? So, und je heißer das wird, desto geringer wird die Stromaufnahme. Also desto geringer wird der Strom. Und ja, sieht man jetzt auch, ne? Geht langsam runter. 1,673 Ampere jetzt. Also der Strom nimmt langsam ab, weil die Halogenlampe heißer wird. Und das ist eben ein PTC, also ein Widerstand sozusagen mit einem positiven Temperaturkoeffizienten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den hier an meiner Solaranlage mal anschließe, um mir dann die Amperestunden und die Wattstunden anzeigen zu lassen, was die Solaranlage so produziert im Jahr. Ne? Gut, jetzt habe ich die Solaranlage schon ein paar Tage draußen und auch schon ein paar Sachen damit geladen. Aber im nächsten Jahr werde ich das auf jeden Fall, wenn es geht, dann dauerhaft dort anschließen an der Solaranlage und dann das Ganze protokollieren. Aber ja, ihr seht, die Anzeigen sind auch stark limitiert, ne? Ja, die sind stark limitiert. Also für eine Dauermessung ist es wahrscheinlich auch nicht geeignet. Ja. Ja, was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass hier hinten offen ist, weil dann kann man hier so drauf fassen. Ne? Ja, da kann ich aber was drüber machen, dass es dann geschlossen ist. Aber normalerweise ist das hier auch für den Einbau gedacht, dass das wird irgendwo in so einem rechteckigen Ausschnitt hineingedrückt. Ne? Ja, okay. Das mit der Temperatur kann ich jetzt nicht überprüfen, weil ich keinen passenden Temperatursensor habe. Aber ja, okay. Das war's dann mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.